Hallo und Grüße aus Berchtoldsdorf. Ich bin Flatterbein dabei und heute gibt es einmal keine Tour oder zumindest nur eine Spur von einer Tour, denn ich bin gechallenged worden und zwar vom lieben YouTube-Kollegen Jochen Bergwechsel-Gramer zur Show Me Your Gear Challenge. Ja, und dem komme ich doch gern nach, weil ich habe ja schon ganz lange kein Laber-Video von mir mehr gehabt. Die Show Me Your Gear Challenge ist eine Challenge für YouTuber, wo es darum geht, dass man seine Ausrüstung vorstellt und zwar seine älteste. Seine neueste, seine billigste, seine teuerste, seine Lieblingsausrüstung, ja, und die meistgenutzte. Ja, und wenn euch das interessiert, wie es bei mir so ausschaut, dann bleibt einfach dran, da kommt sicher noch einiges Interessantes, was ihr nie vermutet hättet. Die Show Me Your Gear Challenge sagt auch, dass man drei andere YouTube-Kollegen nominieren soll, die entsprechend ihre Ausrüstung vorstellen sollen. Und da mache ich diesmal ein Experiment, weil ich werde mich diesmal an Kanäle richten, die ich einerseits schon sehr lang sehr gern schaue, die mir zum Teil in gewisser Weise auch Vorbild gewesen sind und die allesamt viel größer sind als ich und auch verdientermaßen. Und auf der anderen Seite habe ich zwar Kanäle ausgewählt, von denen ich weiß, dass die mich zumindest so weit kennen, dass sie schon mal was von mir gehört haben. Ich habe aber gute Gründe, warum ich diese drei Kanäle vorschlage und da möchte ich mit dem ersten beginnen. Und das ist der Kanal Fernwanderer von Markus. Der Markus, das ist ein ganz ein Lieber, der macht Fernwanderungen, die den Namen auch wirklich verdienen. Der geht im Prinzip in, ja, sagen wir mal, einem jahrelangen Projekt von zu Hause in Deutschland bis ans Nordkap und da ist er schon ziemlich weit. Hat nördlichen, südlichen Kungsläden, alles Mögliche eigentlich schon veröffentlicht. Da ist zum Teil ganz großartige Videos. Ich schätze den Kanal auch deswegen so, weil er nämlich eine ganz fundierte Meinung und eben auch viel Erfahrung mit seiner Ausrüstung hat und nicht sie jetzt irgendwie blenden lässt von irgendwelchen Marketingversprechen, sondern bei ihm muss sich alles, was er verwendet, auch wirklich im harten Einsatz bewähren. Und wenn man mal irgendwie durch Skandinavien wochenlang unterwegs ist und da vielleicht einmal einfach im Fjell Wochen auf sich allein gestellt ist, dann muss die Ausrüstung so weit bewähren, dass ich seinem Urteil wirklich blind vertraue. Und er hat da ganz super Reviews gemacht von Dingen wie halt zum Beispiel seinem eigenen Kochsystem, so ein bisschen als Reaktion auf den Hype um den X-Boil. Und ich muss sagen, ich kann nur den Hut ziehen vor seiner Erfahrung und vor seiner ganz, ganz großen Art. Und deswegen würde es mich wahnsinnig freuen, wenn er an dieser Challenge teilnimmt. Der zweite Kanal, den ich gerne nominieren möchte, das ist der DF Outdoor Videos mit dem Stefan, also dem Danger Freak. Das ist ein Kanal, den gibt es seit fast 10 Jahren und ich finde es sehr spannend, dass er die DF für eine Wandlung durchgemacht hat. Inzwischen ist er ein durchaus ganz ambitionierter Bergsportler. Ja, und außerdem gibt es inzwischen nicht nur DF, sondern auch und Katharina. Und die möchte ich an der Stelle auch herzlich grüßen lassen. Die hat sie jetzt nach einer langen, langen Verletzungspause wieder zurückgekämpft. Und jetzt ist zwar momentan auf dem Kanal ziemlich ruhig gewesen für längere Zeit, weil eben die Touren auch ja schon durch Corona nicht wirklich möglich waren und dann auch noch zusätzlich durch eine Verletzung. Das ist natürlich gemein. Jetzt hoffen wir, dass bald wieder viel neue Bergerlebnisse kommen und dass der DF großen Spaß daran hat, gemeinsam mit seiner Katharina und da wieder was veröffentlichen kann. Ja, und vielleicht als Überbrückung, wie es die ersten sonstigen Videos gibt. Wenn man schon 10 Jahre lang Erfahrung auf YouTube hat, dann hat man doch sicher unglaublich viel Erfahrung mit Ausrüstung und vor allem, wenn man schon sich über Bushcraft und Survival und so weiter in Richtung Bergsport entwickelt hat, muss man ein Riesenspektrum abdecken. Deswegen, DF, wenn du das siehst oder auch wenn du davon hörst, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Challenge annimmst und einmal deine Ausrüstung präsentierst. Ja, und nicht zuletzt, der dritte Kanal, den ich nominieren möchte, das ist auch ein ganz ein bekannter, das ist Soulboy vom Kanal Soul Trails. Ein erfahrener Fernwanderer, der im letzten Jahr wirklich ein großartiges Projekt abgeschlossen hat, nämlich den Nord-Süd-Trail und uns da dieses Jahr schon in hervorragenden Videos davon berichtet hat. Auch seine anderen Sachen sind nicht von schlechten Eltern. Auch das ist jemand, der seine Ausrüstung dann tatsächlich benutzt und der die monatelang im Einsatz hat und der ganz genau sagen kann, der, wie sich was bewährt. Ich weiß auch, dass der Soulboy jemand ist, der einerseits sehr bereitwillig Auskunft gibt, wenn man ihn um seine Ausrüstung fragt und um seine Erfahrung damit. An dieser Stelle nochmal danke für deine ermutigenden Worte zur GoPro Hero 7 damals. Ja, du hast sicher unglaublich viel Erfahrungsschatz mitzubringen aus deinem Riesenprojekt mit dem Nord-Süd-Trail und da wäre ich total gespannt, wenn du dir vielleicht doch auch dazu hinreißen lassen könntest, deine Ausrüstung einmal über die Challenge zu präsentieren. Jetzt geht's zu meiner eigenen Ausrüstung. Fangen wir an mit der ältesten Ausrüstung, die ich habe. Und das ist, ja,
was ich da in meiner Hosentasche einstecken will. Die älteste Ausrüstung, die ich tatsächlich manchmal noch verwende, ist dieses uralte Perspektiv. Also ein richtig schönes Teleskopfernrohr. Aber das Ding geht tatsächlich, das habe ich von meinem Urgroßvater geerbt. Wo es der her hat, weiß ich nicht. Ein wunderschönes Messingteil, hat schon fast ein bisschen was von Steampunk. Ja. Sehr schwer, sehr alt, trotzdem lustig. Warum verwende ich eigentlich so ein Fernrohr oder auch manchmal ein Monokular? Ganz einfach, ich kann eigentlich nur auf einem Auge vernünftig sehen. Ich habe auch nur in einem Auge eine Kontaktlinse drinnen, weil am anderen Auge ist eigentlich alles verloren. Ja, und von daher reicht mir eins. Jetzt wird man sagen, naja, das ist mehr oder weniger Effekthascherei und das stimmt natürlich. Die älteste Ausrüstung, die ich tatsächlich selber benutzt habe und nicht geerbt habe, also die ich am frühesten benutzt habe, ist dieser Wanderstock da. Das ist eigentlich zwar der Wanderstock meines Vaters, der hat mir aber bald einmal gegeben. Wie ich zum Wandern angefangen habe, ja, das ist schon gar nicht mehr eine Wahl, das war ja kurz nach den Dinosauriern ungefähr. Also das ist jetzt gut 45 Jahre her, dass ich als kleines Knäblein zum Wandern angefangen habe. Da habe ich meinen eigenen Stock gehabt. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen, der ist lächerlich klein. Ja. So ein Wanderstock, das war damals modern in die 70er Jahre. Und da bin ich halt hochmotiviert herumstolziert im Bergland. Es ist auch heute noch ein Statement, wenn man sowas hat, aber natürlich ein sehr altertümliches, also da fällt es schon ziemlich auf. Jetzt ist die Frage, was ist meine neueste Ausrüstung? Und tatsächlich ist meine neueste Ausrüstung die, zu der ich momentan zu euch spreche, nämlich das Mikrofon, mit dem ich da rede. Ja, und zusätzlich noch das Telefon, das momentan die Aufnahmen macht. Also das sind eigentlich beides meine neuesten Ausrüstungsgegenstände. Das werde ich dann später einblenden. Das eine ist ein ganz ein billiges Lavalier-Mikrofon. Ja, und das andere ist ein Google Pixel 4a 5G. Und mit dem mache ich derzeit eigentlich am liebsten meine Aufnahmen, weil es erstens einmal in der Hosentasche als Handy sowieso immer dabei habe und zweitens einmal die Bildqualität sehr günstig ist. Die billigste Ausrüstung, die ich habe, das ist tatsächlich ein Pad. Denn ich verwende Ausrüstung, die nichts gekostet hat. Und zwar einerseits habe ich da meinen Spirituskocher und meine Spiritusflasche. Diese Spiritusflasche da, die reicht mir für mehrere Tage. Da gingen so 120 bis 150 Milliliter rein. Da kann ich durchaus eine Wochenendtour damit absolvieren, ohne Probleme, ein verlängertes Wochenende. Der Kocher da, der ist der Klassiker zusammengebaut und verstellbar aus einer einzelnen Getränkedose. Die habe ich geschnallt. Die habe ich gehabt, weil Kontaktlinsenmittel ist bei mir natürlich ein Verbrauchsgegenstand immer. Damit hat mir das also beides 0 Euro und ein bisschen Bastelaufwand gekostet. Die Anleitung, wie man sowas macht, gibt es zuhauf. Da mache ich sicher ein kleines Video dafür. Ja, und dass man also Kontaktlinsenflüssigkeitsbehälter verwenden kann mit diesem praktischen Ausgießer, den das eben sonst da hat, wo man tropfgenau dosieren kann. Das ist natürlich eigentlich eine Geschichte, die nicht ich erfunden habe. Was habe ich zusätzlich noch als billigsten Ausrüstungsgegenstand? Also beide haben 0 Euro gekostet. Auch das da hat 0 Euro gekostet. Es war damals das Verpackungsmaterial dabei bei irgendeinem Einkauf. Ich weiß nicht einmal, was da drinnen war. Ja, und das ist eine Luftpolsterfolie. Manche Leute basteln sich da einen Pot-Cosi draus und ich habe den einfach als Sitzunterlage. Jetzt wird man sich denken, das kann nicht viel sein. Tatsache ist, die ist erstaunlich warm und sehr leicht. Ihr wisst, ich bin oft ultraleit unterwegs, auch im Winter manchmal mit Trailrunning Rucksack. Wenn man sich wo niedersetzen mag, ist es wirklich, selbst auch bei 0 Grad im Schnee, einfach goldeswert. Ja, 0 Euro. Billiger geht nicht. So, jetzt ist die Frage, was ist die teuerste Ausrüstung, die ich habe? Tatsächlich ist das auch ein Pad. Und zwar ist das einerseits da meine Sporttour, die ich fast immer dabei habe. Also meine teuerste Ausrüstung ist die Garmin Fenix 6S Pro. Und es gibt noch einen zweiten Ausrüstungsgegenstand, den ich auch des Öfteren verwende. Und das ist meine Kamera. Das ist eine Panasonic Lumix mit einem 1 Zoll Sensor, also dementsprechend relativ teuer gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bildqualität ist gut. Die Tonqualität ist absolut katastrophal. Dafür ist es überhaupt nicht geeignet. Man kann schöne Aufnahmen machen, man kann auch schöne 4K-Videos machen, definitiv. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das fast sowas wie ein Fehlkauf. Ziemlich teurer außerdem. Also ja, für schöne Bilder ist gut, aber mit schönen Bildern allein reißt halt auf YouTube auch nichts. Was ist denn meine
Lieblingsausrüstung und was ist meine meistgenutzte Ausrüstung? Ja, das werden bei der meistgenutzten Ausrüstung die Leute immer dran denken, naja, da kommt jetzt einer daher mit dem Erste-Hilfe-Set zum Beispiel. Und ja, habe ich natürlich dabei, bin sehr brav, immer ein entsprechendes Packerl dabei, da sind Pflaster dabei, da ist eine Mulchbinde dabei, da ist eine Rettungsdecke dabei, da sind auch meine Taschentücher dabei für die Hygiene, da ist außerdem ein Feuerzeug dabei, da ist ein bisschen Zubehörx dabei. Ja, da ist dieser Leukoplast dabei, da habe ich ein Taschenmesser mit einem Kugelschreiber, ich habe ein Nähzeug drinnen. Alles, was man halt für so eine Weitwanderung tatsächlich braucht. Und wiegt da überhaupt nichts. Stimmt, ist fast immer dabei. Und wenn ich wirklich laufen gehe, dann nehme ich das doch nicht mit. Auf jeder Wanderung und in jedem Gelände, wo ich irgendjemanden begegnen könnte, dem ich erste Hilfe leisten müsste. Und wo die Ausrüstung, die da drinnen ist, also das Pflaster und der Verband an Sinn hat, da habe ich es natürlich mit. Was habe ich sonst immer mit? Ihr könnt jetzt glauben, ich habe dieses Kapperl immer mit. Das stimmt aber nicht. Manchmal gehe ich klettern, dann habe ich nur den Kletterhelm, dann ist das Kapperl eben daheim. Was ich tatsächlich immer mit habe, auf jeder Tour, wirklich, immer, das ist die meistgenutzte Ausrüstung, ist was Medizinisches. So wie andere ihre Krücken präsentieren, da präsentiere ich euch dieses da. Das ist mein Kontaktlinsenbehälter mit meiner Kontaktlinsen drinnen. Ich habe schon vorhin erwähnt, ich kann nur auf einem Auge sehen, das andere Auge ist zwar operiert und trägt zu einem dreidimensionalen Seherlebnis bei, aber ich kann zum Beispiel damit nichts lesen, das wird dann nie mehr wieder funktionieren. Es ist auch sinnlos, da Kontaktlinsen drinnen zu tragen, weil es wird meine Sehfähigkeit nicht mehr nennenswert verbessern. Von daher trage ich tatsächlich nur eine und außerdem trage ich harte Kontaktlinsen, weil ich tatsächlich Hornhaut transplantiert bin, um überhaupt was sehen zu können. Ja, und deswegen, der ist tatsächlich immer dabei. Und vor allem die Linsen, die da drinnen ist, ist normalerweise natürlich immer in meinem Auge drinnen. Ohne die geht gar nichts und das ist die Ausrüstung, die ich am meisten benutze. Meine Lieblingsausrüstung, die habe ich um. Das ist einer meiner Einhorn-Buffs. Ja, nämlich wirklich mehrere. Eine ganze Sammlung davon. Wer weiß, wo dieses Ding eigentlich her ist, der kann man es in die Kommentare schreiben. Ich verrate jetzt nicht, wo das tatsächlich herstammt. Aber diesen Buff, den trage ich eigentlich immer, wenn es irgendwie geht. Das ist ein Lieblingsausrüstungsgegenstand. Und ich habe aber Ausrüstungsgegenstände, die ich mindestens gleich gern habe. Das heißt, dass einerseits dieser Buff, weil er unglaublich flexibel ist, weil er mal als Halstuch dient, weil er mal zum Teil einfach als Sonnenschutz dient, weil ich ihn als Balaklava aufziehen kann, weil ich ja, damit eigentlich alles machen kann. Ich kann was halten, wenn es heiß ist, ich kann da jetzt mich irgendwie erfrischen, ich kann mich einwischen. Wunderbar, also diesen Ausrüstungsgegenstand, das kann ich wirklich nur empfehlen. Wer keinen Buff verwendet, der hat echt was verpasst. Und ja, es muss kein Buff sein, es kann natürlich auch ein anderes Schlauchtuch sein, keine Schleichwerbung. Ich habe einen anderen Lieblingsausrüstungsgegenstand auch noch und die kann mich echt nicht entscheiden, deswegen zeige ich euch den genauso. Und das ist eine Kombination. Das ist die Swagman Roll und ein zugehöriger militärischer Poncho. Jetzt, ein Poncho kennt ihr alle, ein militärischer Poncho ist einer, der hat Ösen auf den ganzen Ecken und den kann man außerdem mit den entsprechenden Clips zusammenklippen, sodass man ihn einerseits zum Biwaksack formen kann und andererseits da seitlich zumachen kann, sodass der Wind nicht durchwackelt, wenn man das nicht will. Werde ich jetzt einmal darauf verzichten, den anzuziehen, da blende ich ein paar Bilder ein. Ja, und außerdem, das da, was ist das? Das ist die Swagman Roll, ein Poncho Liner. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal an, den nehme ich außer. Es ist im Prinzip genauso geschnitten wie ein Poncho. Das heißt, hat eine Kapuze, hat aber auch einen umlaufenden Reißverschluss. Und damit kann man verschließen zu einer Art Sommer- und Hüttenschlafsack. Es ist natürlich nur was für die Not und ich sage einmal, also bei 10 Grad im Sommer wird es schon sehr frisch, mit dem Poncho drumherum natürlich vielleicht und ja, zum Biwakieren natürlich wesentlich besser als gar nichts. Ist ein super universeller Gegenstand, vor allem für wirklich kalte Verhältnisse. Ich habe den dabei gehabt auf meiner Überschreitung vom Toten Gebirge, da werde ich ja ein paar Aufnahmen einblenden. Da hat sich das Ding sehr bewährt, vor allem auch deswegen, weil es ist nämlich stark wasserabweisend. Das heißt, dieses Gewebe da, das ist einerseits imprägniert und andererseits fast wasserdicht. Das heißt, das macht im Prinzip, lässt es das Wasser abperlen wie jetzt ein Entenrücken irgendwo. Ja, und der Ausrüstungsgegenstand hat insofern auch Sinn, den kann man nämlich außerdem noch da überall mit Gummis zusammenziehen und dann kann man zum Beispiel als Underkilt oder sogar als Kokon um eine Hängematte herumverwenden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, das ist wirklich ein Multi-Use-Gegenstand. Robust ist er und
zwar nicht ganz billig, aber in Kombination mit dem Poncho für, sag ich mal, das Weitwandern keine schlechte Sache. Es ist ganz klar, für Klettern, für hochalpines Gelände, jetzt abseits vom alpinen Weitwandern, ist das natürlich nichts, da kannst du nicht brauchen und deswegen habe ich ihn dort auch nicht dabei. In der Zwischenzeit haben sie meine Kameras verabschiedet, meine Alternativen, die Sonne geht in demnächst unter. Das heißt, ich habe euch lang genug belabert. Also, es war es jetzt von mir von der Showbiz Gear Challenge. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Ihr könnt mit meinen Gegenständen und mit meinen Nominierungen was anfangen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder wenn ihr andere Vorschläge davon habt, was man bei den Touren gut brauchen könnte, dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ansonsten, gut, ich bin flott dabei und vielleicht sieht man es ja mal bei einer anderen Tour.